Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit dabei bist bei Let's Play Table Tennis und bei Tischtennis Lernen zu einer neuen Folge. Heute gibt es den Vornflip für euch. Auf geht's! Der Vornflip ist dazu da, um den Gegner über den Tisch mit einem Angriffsschlag unter Druck zu setzen. Dafür haben wir den Rückhandflip und heute zeigen wir euch den Vornflip, der dazu auch geeignet ist. Wie fangen wir an, diesen Schlag auszuführen? Und alles startet, sage ich mal, aus einer Grundstellung oder aus einer Neutralstellung. Und wir gehen mit dem starken Fuß nach vorne. Ich bin Linkshänder, ich gehe mit links nach vorne. Rechtshänder gehen mit rechts natürlich nach vorne. So, ich gehe mit links nach vorne und nehme den ganzen Oberkörper mit nach vorne. Linke Bein bei mir nach vorne, Oberkörper mit nach vorne nehmen. Das ist erstmal ganz grundsätzlich zu sagen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Weil wenn man jetzt zum Beispiel stehen bleibt und einfach hier stehen bleibt mit beiden Beinen und nur nach vorne geht, fällt man nach vorne und der Schläger geht nach oben. Wir wollen ja aber nach vorne gehen. Deswegen Bein unter den Tisch, Oberkörper nach vorne nehmen, um so nah wie möglich an den Ball zu kommen, der kurz hinterm Netz aufkommt. Wenn wir jetzt hier vorne sind, dann müssen wir nun den Schlag vorbereiten, indem wir das Handgelenk und den Unterarm vorspannen. Wie kriegen wir das hin? Indem wir das Handgelenk leicht zurückführen in eine Beugung und den Unterarm leicht nach hinten bringen. Gleichzeitig ist aber dabei zu beachten, dass das Schlägerblatt leicht geschlossen bleibt und nicht auch sich mit öffnet, sondern es bleibt leicht geschlossen, um den Schlag nach vorne auszuführen. Nun kommen wir zum wichtigsten Moment, der Balltreffpunkt. Wir haben alles vorbereitet, wir haben die ganze Vorspannung im Schlag und wir wollen jetzt am höchsten Punkt den Ball treffen und dabei lösen wir mit einer explosiven, dynamischen Bewegung die Beugung nach vorne oben, so dass das Handgelenk, Unterarm und Schläger wieder in einer Linie ist. Von der Beugung in die Streckung, von der Beugung in die Streckung. Außerdem möchte ich euch zum Balltreffpunkt Folgendes mitteilen. Wichtig ist natürlich wieder, dass der Balltreffpunkt pünktlich ist, sprich in der aufsteigenden Phase oder am höchsten Punkt. Wenn der Ball nämlich wieder fällt, ist das unheimlich schwierig, diese Bewegung korrekt durchzuführen und achtet bitte darauf. Des Weiteren gilt es wieder, die Rotation zu beachten. Das ist natürlich ein Unterschied, ob der Ball kurz mit Unterschnitt kommt oder mit einem leeren Ball oder Seitschnitt. Bei Unterschnitt muss der Flip natürlich mehr von unten nach oben gehen, sprich der Schläger muss eher aufgelegt werden und schön hochgehen. Kommt Überschnitt oder Seitschnitt rein, muss der Schläger mehr nach vorne gehen. Ja? Höherer Schlagansatz ist ebenfalls wichtig beim Oberschnittball. Kommen wir zum letzten Teil dieses Schlages und das ist die Ausschwungphase nach dem Balltreffpunkt. Und hier ist darauf einfach zu achten, eine wichtige Sache, den Ball zu treffen und leicht und kurz auszuschwingen, dass wir relativ flach bleiben.
Warum ist das wichtig? Denn wir müssen uns ja zum nächsten Schlag in der Regel stellen. Und das ist einfach eine Sache von Zeit, die Zeit, die wir brauchen. Balltreffen, Ausschwungphase, zurück. Treffen wir den Ball so, schwingen noch bis hier aus, ist der Ball schon wieder zurück und wir haben nicht Zeit für den nächsten Schlag. Achtet bitte darauf. Wenn wir jetzt diesen Front-Flip lernen, dann gilt immer, den Ball zu streifen als zu kloppen. Ich sage es mal so pauschal, denn je feiner wir den Ball treffen, desto mehr fühlen wir auch und werden den Schlag besser lernen. Ich würde euch gerne noch einiges aus meinem Tischtennisleben teilen, wie und wann ich Vorhand flippe. Angenommen, mein Gegner macht einen reinen Unterschnittaufschlag kurz meine Vorhand, so ist meine generelle Antwort eher kurz legen oder zu schupfen, da es unheimlich schwierig ist, Unterschnitt mit einem Vorhandflip zu beantworten, da es schwerer ist, mit Handgelenk zu flippen. Da ist also mein Schlag eher Vorhand kurz legen. Schon eher, wenn ein Seitschnittaufschlag kommt, Seitüberschnittaufschlag, dann muss man ja auch über den Ball kommen, um zu antworten, und da nutze ich schon eher den Vorhandflip. Und als dritte Variante, die man oft im Spiel hat, ist es, wenn, sage ich mal, der Gegner aufschlägt und ich kurz lege, legt er vielleicht auch noch mal kurz. Da fängt man dann schon auch an, durchaus zu flippen oder lang zu legen. Das sind so die Varianten, um den Gegner zu beschäftigen. Zu guter Letzt möchte ich euch noch sagen, nutzt die Ballkiste, die wir auch genutzt haben, um diesen Schlag zu lernen. Nehmt euch 20, 30 Bälle in die Kiste und lasst euren Partner ausstreuen und dann versucht ihr, diesen Vorhandflip zu lernen mit den ganzen Steps, die wir euch gezeigt haben. Denn es hat den großen Vorteil, wenn man nämlich eine Übung macht, kommen immer ganz viele andere Faktoren noch rein und man baut schneller Fehler ein. So hat man immer den gleichen Ball, 20, 30 Bälle und kann sich voll und ganz nur auf diesen Schlag und auf dieses Techniktraining konzentrieren. Also, auf geht's an den Tisch mit euch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Reicht. Ich zaubere.